Lyrikschule Gedichte verstehen Johann Wolfgang von Goethe Der Zauberlehrling Hat der alte Hexenmeister sich doch einmal wegbegeben und nun sollen seine Geister auch nach meinem Willen leben. Seine Wort und Werke merkt ich und den brauch, und mit Geistesstärke tu ich Wunder auch. Walle, walle manche Strecke, das zum Zwecke Wasser fließe, Und mit reichem vollen Schwolle zu dem Bade sich erwiese. Und nun komm du alter besen nimm die schlechten Lumpmöllen, bist schon lange knecht gewesen nun erfülle meinen willen auf zwei beinen stehe oben sei ein kopf eile nun und gehe mit dem wassertopf walle walle manche strecke daß zum zwecke wasser fließe und mit reichem Vollen Schwalle zu dem Bade sich ergieße. Seht, er läuft zum Ufer nieder. Wahrlich ist schon an dem Flusse. Und mit Blitzesschnelle wieder ist er hier mit raschem Gusse. Schon zum zweiten Mal, wie das Becken schwillt, wie sich jede Schale voll mit Wasser füllt. Stehe, stehe, denn wir haben deiner Gaben voll gemessen. Ach, ich merk es. Wehe, wehe, hab ich doch das Wort vergessen. Ach, das Wort, worauf am Ende er das wird, was er gewesen. Ach, er läuft und bringt Behende. Wärst du doch der alte Wesen? Immer neue Küsse bringt er schnell herein. Ach und hundert Flüsse stürzen auf mich ein. Nein. Nicht länger kann ich's lassen, will ihn fassen, das ist Tücke! Ach, nun wird mir immer bänger! Welche Miene, welche Blicke! O oh, du Ausgeburt der Hölle! Soll das ganze Haus ersaufen? Seh ich über jede Schwelle doch schon Wasserströme laufen! Ein verruchter Besen, der nicht hören will! Stock der du gewesen, steh doch wieder still! Willst am Ende gar nicht lassen, Will ich dich fassen, Will dich halten Und das alte Holz behende Mit dem scharfen Beile spalten. Seht, da kommt er schleppend wieder, Wie ich mich nur auf dich werfe. Gleich, o oh Kobold, liegst du nieder, Krachen trifft die glatte Schärfe, Wahrlich brav getroffen, Seht, er ist in zwei. Und nun kann ich hoffen, und ich atme frei. Wehe, wehe, beide Teile stehen in Eile schon als Knechte völlig fertig in die Höhe. Helft mir, ach, ihr hohen Mächte. Und sie laufen nass und nässer wird's im Saal. Und auf den Stufen wie entsetzliches Gewässer. Herr und Meister, hör mich rufen. Ach, da kommt der Meister. Herr, die Not ist groß. Die ich rief, die Geister, werd ich nun nicht los. In die Ecke, Besen, Besen, seid's gewesen. Denn als Geister ruft euch nur zu seinem Zwecke erst hervor, der alte Meister. Und damit herzlich willkommen zur heutigen Folge des Lyrikschule Podcasts. Mein Name ist Johannes Thiele. Nun, Goethes Zauberlehrling. Goethes Zauberlehrling ist möglicherweise neben dem Erlkönig Goethes bekannteste Ballade. Man könnte sogar so weit gehen, dass es sein landläufig bekanntester Text überhaupt ist. Unzählige Schülergenerationen haben ihn schon auswendig gelernt, diesen Zauberlehrling. Etliche Referendare und Referendarinnen haben sich an diesem Text ihre Sporen verdient und für Lehrende ist es ein dankbares Gedicht, auch deshalb, weil es zahllose, fertig durchdachte Unterrichtsentwürfe und Materialien gibt. Auch YouTube ist voll davon. Es gibt dort hervorragende Lesungen vom Schülerrep, bis zu einer Rezitation durch Klaus Kinski. Walt Disney hat den Zauberlehrling mit Mickey Mouse in der Schülerrolle verfilmt und das schon 1940, also vor über 80 Jahren. Was soll man über dieses Stück Literatur, über das schon so viel gesagt und geschrieben wurde, hier noch Neues sagen? Nichts Neues. Das maße ich mir tatsächlich nicht an, aber zumindest wie immer der Versuch eines pointierten Zugangs mit einigen zentralen Ideen zum Text. Die Handlung ist schnell nacherzählt. Der Schüler eines Zauberers testet in dessen Abwesenheit seine Fertigkeiten in der Magie aus, obwohl er eigentlich der Anleitung bedarf. Er erweckt einen Besen zum Leben, der ihm die lästigen Alltagsarbeiten abnehmen soll, kann die Beschwörung aber nicht kontrollieren und aufhalten, da ihm die volle Macht und das Wissen eines ausgelernten Magiers fehlt. Die Katastrophe ist vorprogrammiert, der Besen ist entfesselt und setzt die Studierstube unter Wasser. Erst der Meister kann die Situation retten, indem er den Besen wieder bändigt. Die Gattung des Textes zählt zu den Balladen. Zum Thema Ballade habe ich in der Folge Die Bürgschaft schon einiges gesagt und wer daran Interesse hat, kann diese Stelle vielleicht nochmal nachhören. Der Balladentext kommt hier im Zauberlehrling allerdings ohne einen externen Erzähler aus. Es wird dadurch aufgefangen, dass der Lehrling selbst spricht, und zwar in direkter Rede, und er vermittelt die Handlung auf diese Weise aus erster Hand. Teilweise spricht er dabei den Leser direkt an. Seht. Das ist eine Aufforderung an ein imaginäres Publikum. Auch seine Gedanken und Gefühle verbalisiert er. Am Ende spricht auch der Zaubermeister selbst in direkter Rede die beruhigende Beschwörung. Und damit endet der Text, ohne dass der Leser erführe, was nun die Konsequenzen für den Lehrling sind. Wird er bestraft? Hat der Meister Verständnis für seine Taten? Ist er wohl gar belustigt? Hat der Schüler nun womöglich genug von der Magie? Das zu entscheiden, Liegt beim Leser, der den Text in Gedanken fortschreiben mag. Formal unterstreichen die vielfältigen Reime die Dynamik der Handlung. Da gibt es mal Kreuzreime, dann auch wieder etwas kompliziertere Reimschemata, wie etwa in dem Refrain, Walle, Walle, manche Strecke, das zum Zwecke Wasser fließe und mit reichem vollen Schwalle zu dem Bade sich ergieße. Das ist in der Reimschema-Notation A, B, B, C, A, C. Und das ist eigentlich sehr ungewöhnlich. Ungewöhnlich kompliziert miteinander verwoben und schon eine spezielle Form, die hier im Zauberlehrling auftritt. Dieses Reimschema findet sich nicht nur in dem Refrain. Sondern in mehreren Strophen der Ballade, zum Beispiel auch in der letzten in der Meisterstrophe. Manche Reimpaare scheinen sich bei genauerer Betrachtung gar nicht zu reimen, wie in etwa in »O oh, du ausgebohrte Hölle, soll das ganze Haus ersaufen, sehe ich über jede Schwelle doch schon Wasserströme laufen. Ersaufen und laufen, das passt, das ist ein klarer Reim, bei Hölle und Schwelle handelt es sich im Neuhochdeutschen aber bestenfalls um einen unreinen Reim. Hier muss man aber Folgendes bedenken. Goethe war Frankfurter und spricht damit also den hessischen Dialekt. Der ist davon beeinflusst. Und dann heißt es eben nicht Hölle mit Ö, sondern auch schon mal Helle mit E. Und das reimt sich dann problemlos auf Schwelle. Das gibt es bei Goethe öfter. So etwa in dem von Gretchen in Goethes Faust gesprochenen Text Ach neige, du schmerzensreiche. Der Hesse spricht hier natürlich Ach neige, du schmerzensreiche. Und dann passt es schon wieder. Im Grunde sind also alle Reime hier durchaus rein, wenn man den hessischen Dialekt zugrunde legt. Zurück zum Zauberlehrling. Natürlich gibt es auch in diesem Text stilistische Mittel, die zu seiner Ausdrucksstärke sicher beigetragen haben. Neben der Tatsache, dass er vielleicht auch deshalb so beliebt ist, weil hier Magie eine Rolle spielt das ist nicht einfach nur irgendeine realistische erzählung sondern da kommt etwas übernatürliches vor und das ist gerade auch für jüngere leser glaube ich etwas sehr sehr attraktives etwas was dem text ähm, zugute kommt aber natürlich auch die sprache und es finden sich da etwa alliterationen relativ am anfang wie etwa in wort und werke es finden sich Wiederholung wie in der Aufforderung, walle, walle. Es gibt Interjektionen, anaphern und so weiter und so fort. All dies werde ich hier heute nicht aufzählen. Das haben andere schon getan und man findet es mit wenigen Klicks. Diese sprachlichen Mittel sind wichtig. Sie tragen den Text und seinen Inhalt. Mir geht es im Folgenden aber um dessen Deutung. Was sagt uns der Text eigentlich über menschliche Belange im Allgemeinen? Was erfahren wir über unser Verhältnis zur Welt? Was also ist das abstrahierte Thema des Textes? Vielleicht lernen wir vor allem eines. Die Überheblichkeit und Hybris der Jugend ist eine ganz natürliche Erscheinung. Nicht nur in der Zaubererwelt geschieht es, dass sich junge Menschen oder besser, Unerfahrene Menschen, denn das Alter ist hier ja eigentlich nebensächlich, dass sich Menschen also mit Dingen befassen, die über ihren Horizont hinausgehen, das ist eine nachvollziehbare Eigenschaft des Menschen. Denn wie sollte er sonst lernen, seine Grenzen richtig einzuschätzen? Andererseits kann dieses Spiel mit dem Feuer auch gefährlich sein. Bei Goethe nimmt alles ein gutes Ende. Was aber, wenn kein Meister mehr da ist, um die entfesselten Kräfte zu bändigen? Nun, auch eine noch radikalere und existenziellere Deutung ist denkbar, nämlich dann, wenn der Zauberlehrling als Chiffre für die Menschheit an sich verstanden wird und der Meister, hm, wer könnte das dann sein? Vielleicht in einem religiösen Kontext ein göttliches Numen. Der sich selbst überhebende Mensch, der Gott spielt und letztlich die Geister, die er rief, nicht wieder einfangen kann. So lässt sich der Text dann als Verstehensschlüssel anwenden auf alle möglichen Konstellationen menschlichen Handelns. Man könnte dann sagen, dass eine bestimmte Situation genauso ist wie in Goethes Zauberlehrling. Dann etwa, wenn ein Kind den Eltern nacheifern möchte, um selbst auch einmal in der Küche zu stehen und zu kochen, obwohl es vorher noch nie die Geräte dort bedient hat. Verbrannte Finger sind hier wohl noch das denkbar geringste Übel. Im schlimmsten Fall steht vielleicht das Haus in Flammen. Man könnte jetzt Dutzende andere Situationen sich vorstellen oder auch etwas globaler denken. Zum Beispiel der Mensch, der die Atomenergie nutzt, um Strom zu erzeugen, um etwas Positives damit anzufangen und gleichzeitig die militärische Büchse der Pandora öffnet und die Atomwaffe in die Welt bringt. Oder der Mensch, der Menschen macht, weil er technisch dazu in der Lage ist, Kinder in der Retorte zu züchten und sie genetisch zu modifizieren, ohne dass er die Konsequenzen absehen kann. Und vor allem ohne, dass dann ein Meister einschreiten und alles wieder rückgängig machen könnte. All das sind moderne Zauberlehrlinge, wenn man so will. Auf der einen Seite kann man jetzt sagen, all dies ist menschlich. Das klingt nun auf der anderen Seite vielleicht ein Stück weit sehr resignativ. Ja, aber es ist immerhin eine reflektierte Resignation. Und für dieses Stück Selbsterkenntnis kann man Goethe und seine Ballade durchaus rühmen und dafür sorgen, dass sie noch lange ihren Platz in den Klassenzimmern behält. So viel von mir heute zu diesem Text der Zauberlehrling. Und ich empfehle durchaus, sich hier noch links und rechts etwas umzusehen. Was wurde dazu bisher geschrieben? Was gibt es auf YouTube? Das sind durchaus sehens- und hörenswerte Produkte, die man dort finden kann. Aber vielleicht konnte ich hier heute ein bisschen auch zur gedanklichen Einordnung durchaus beitragen. Ich danke wie immer fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal.